Dann fahren wir doch gleich mal unseren. Oh Gott, sieht das geil aus. Das darf ich mich nicht angucken. Da kriegt man ja sofort einen Trip. Wie teuer ist Heat? Ich habe Heat im Sale gekauft. Da war das 25 Euro oder so. Die Deluxe Edition. Ich denke mal mit. Ja, und jetzt derzeit auch da eh Summer Sale ist und so alles. Müsste es auch so um den Preis sein. Von daher. Man kann sich definitiv. Würde es definitiv empfehlen. Definitiv. So, fahren wir doch. Auf der Flucht. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Ja, ja. Fahr vor. Ich fahr nach. Ja, fahr noch lang. Alter. Nach links. Okay. Na? Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Shadowcap schrieb, dass Undercover auch gut war. Meins war es absolut nicht. Aber vielleicht war mein PC damals auch einfach so scheiße. Wir haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Need for Speed Undercover hatte ich auf der Wii gehabt. Ja, gut. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte das Spiel gespielt, aber mein PC war damals einfach zu schlecht, als dass ich dann irgendwie Spaß dran gehabt hatte. Von daher ist es da in der Hinsicht sehr negativ bedruckt. Und auch auf der PlayStation 2. Okay. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. Ja, dann fahr schneller. Gut da vorne. Wie hatte nicht so viel Need for Speed? Das stimmt. Need for Speed Underground 2 hatte ich damals auf der GameCube. Das war cool. Wir sind da. Nein, sind wir noch nicht. Ja, jetzt sind wir da. Und das Coole an der Wii war, dass ihr dem auch GameCube-Spiele spielen konnte. Aber nicht so geführt, dass die Wii. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Okay. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass die Wii irgendwie leistungsschwächer als die GameCube war, weil GameCube-Spiele teilweise bei mir gehangen haben. Was sehr seltsam war. Und auf der GameCube bei dem liefen sein und frei. Ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Hast du nicht. Dafür haben wir zu viel Leistung mittlerweile. Dafür bin ich zu gut. Cheerio. Alter, mein Controller gerade. Also würde ich, wäre ich eine Frau, würde ihn jetzt zwischen die Beine halten, hätte ich jetzt meinen Spaß des Lebens. Entschuldige. Dein Start ist schon mal vielversprechend. Ein Start ist viel versch. Wo bist du? Du bist auf dem 7. Platz? Was ist falsch mit dir? What the fuck? Warum ist sie auf dem 7. Platz? Nicht nur mich besiegen. Versaut 100%. Oh ja, das bin ich. Also sowas kannst du bei mir erwarten. Hat sie gerade gesagt, ich muss nicht nur sie besiegen? Ich besiege hier gerade jeden. Ich habe fast einen halben Kilometer Vorsprung. Seht ihr, wer vorne ist? Ich. Da müssen wir hin. Ich bin vorne. Also Klappe. Oh Gott, okay, bei diesen großen Dingern hält das Nitro echt lange. Na los, mach weiter Druck. Aber ich muss nicht auf Klo, ich will nicht Druck machen.
Also bin ich auch weit genug vorne. Ich bin einen Kilometer vor denen. Was erwartest du? Dass ich 2 Kilometer vorne bin? Klar, das... Tut mir leid, das kriege ich nicht hin. Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Hä? Ich verstehe deren Sprüche nicht. Ich glaube, die sind hier irgendwie verbuggt. Die sind definitiv verbuggt. Weil so würde die normalerweise reden, wenn ich nicht Erster wäre. Lass mich nicht hängen. Definitiv. Und das ist schon, seit ich das Spiel habe. So. Die ganze Vibration juckt meine Nase. Aha. Huch, Mama, Hilfe. Mikrofon gestoßen. Tut mir leid. Wollte ich nicht schlagen. Mikrofon Senpai. Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. Da wärst du ganz viel rumgemeckert. Mein MX-5. Da war ein auf 300? Und ist hinter den 210er gewesen? Wow. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Allerdings werden die sie nie erreichen. Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Deal. Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Alter, Chat lässt mich schon wieder süffeln ohne Ende. Auf der Flucht abgeschlossen. Sehr schön. Ja. So. Wo müssen wir als nächstes hin? Die hat eine Aufgabe. Wo? Da oben. Das ist tagsüber verfügbar anscheinend. Dafür brauche ich gar nichts. Partycrasher. Nein, und oh Gott, das Versteck habe ich nicht freigeschaltet. Das heißt, ich werde erstmal. Hier ist doch auch irgendwann eine Garage. Aber jetzt derzeit noch nicht. Ich installiere mal Anno 2205. Viel Spaß damit. Ja, reisen wir dahin. Wechseln unseren Wagen. Und fahren zurück. 3 DVDs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist echt groß. Garage aufsuchen. Ich will meinen Nissan fahren. Nicht mein Mazda. Anna redet immer noch nicht mit mir. Es ist hier also ziemlich ruhig. Was heißt Mazda? Mazda heißt, mein Auto zerstört deutsche Arbeitsplätze. Hat meine Mutter mir damals immer gesagt. Ah. So. Dann teleportieren. Dankeschön. Steht auch alle Zusatz in der... Ja, klar. Königs Edition. Da hast du alle DLCs mit dabei. Aber Anno 800 könnte ich auch mal als Stream bringen oder so. Ja, hatte ich glaube schon mal gesagt, ne? Willst du dir ein nettes Upgrade verdienen? Dann komm zu unserem Rennen und kämpf um eins. Ja, später irgendwann. Irgendwann. Aber erstmal muss ich Party crashen. Ganz hart. Zieh mich einfach aus und spring nackt rein. Da habe ich die Party gecrashed. Okay, gut. Danke. danke, Shadowcap, für die. Dass du gesagt hast, dass ich das schon gesagt habe und mein Streamplan ist voll. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch dran. Wie lange streamst du noch? Ich weiß es nicht. So lange, wie ich Lust habe. Und da hattest du, dass es draußen wieder kälter geworden ist, bzw. mein Zimmer allgemein kühler. Es ist nicht so kurz wie letzte Woche. Aber ich denke mal so... mindestens bis nach 18 Uhr. Huch, okay, ich bin jetzt gegen gefahren. Mann. Irgendwas Unzerstörbares. Ja.
Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Da vorne ist die Partycrasher. Kann ich nicht einfach hier irgendwie geradeaus fahren und das ist dann mein Spaß des Lebens? Doch, ja. Whee! Ah. Nachts verfügbar, ah. Jetzt weiß ich, warum ich... Ah, ich wollte... Ich wollte ja die Garage holen. Komplett vergessen. Ich meine, war natürlich geplant alles. Also. Ups. Ich hab das Auto geknutscht. War nicht beabsichtigt. Irgendwo. Da. Dankeschön. Garage freigeschaltet. Jetzt aber dahin. Und das hier schaffen wir mit 210 km/h. Ja. Super. Kein Nitro. Ja, wie hat man nochmal die extra Dinger einge... Ah, mit B. Mit B setzt man die extra Reparatur ein, okay. Auch mal wieder gelernt. So, nachts verfügbar, das heißt... Start. Gute Nacht. Da bist du ja. Das sind Haley und Manta aus der League. Hallo. Legen wir los. Es gibt ein PR-Event für den Showdown beim Observatorium. Sämtliche Medien sind da. Wir crashen die Party, erregen Aufmerksamkeit, locken die Kameras bis zum Lagerhaus und sorgen für Schlagzeilen. Können wir jetzt los? Ich fahre mit dir. Ja. Als ob das gut gehen wird. Wenn die Autos werden wahrscheinlich weg sein. Weil keiner hat irgendwie so eine geheime Garage ohne... Ja. Keiner hat die Garage... Also die Garage wird... Alter. Was ich sagen will, die haben mit Sicherheit Überwachungskameras gehabt und haben uns gesehen. So, dankeschön. Das ausreden lassen. Hab einen Fehler beim Installieren. Wow. Kriegt man das denn hin? Passiert ja eher nur, wenn die DVD oder so fehlerhaft ist. Jetzt geradeaus. Ganz sicher? Jetzt okay. Heben wir auf. Tschö, Ranimo. Ja, sorry, dass ich hier lang musste. Ja, das ist eine Nachricht wert. Wink Ciao Ciao mal zu. Wie wär's, wenn wir die Hände am Lenkrad lassen? Der Schaden ist doch so schon groß genug. Du gönnst einem auch überhaupt keinen Spaß. Alles klar, der Nachrichten-Haley folgt uns. Und jetzt schön lächeln. Alles, ja, lenken, klar. Ja, aber macht der auch noch was außer... Ciao, ciao. Das nennt man präzise. Geht's allen gut? Ja, alles okay. Ein paar verschüttete Drinks, aber keine Verletzten. Wie sieht's bei euch aus, Rivera? Alles cool. Tut mir leid, habe ich deine Gefühle verletzt? Nein, aber meinen Wagen hast du verletzt. Mein armer Wagen. Lass sie halt auch sehen. Weil so alt sind sie noch gar nicht, oder? Und Shadow Cap zu der Fehlermeldung. Am besten einfach mal googeln. Okay, wir
haben die Presse am Haken und sind auf dem Weg zum Lagerhaus. Jetzt müssen wir nur zusammenbleiben und sie bei Laune halten. Wie lange müssen wir das hier noch durchziehen? 30 Sekunden vielleicht. Ich genieße das hier viel zu sehr. Und dabei fahre ich noch nicht mal selbst. Ich bin's nicht gewohnt, Wagen, genau. Zu sein. Dem tiefarmer Wagen. 30 Sekunden sind aber schon lange vorbei. Oder? Ich kann die Zeit nicht genauso abschätzen. Wir sind fast da! Nur noch kurz über die Brücke! Na endlich! Wenn die Medienleute diesen Ort sehen, fliegt die ganze Operation der Kopf auf. Das wird episch! Es wird mit Sicherheit gut gehen. Sag ich doch. So soll's also laufen. Wie war's gerne? Wir wollen. Nein. Ich hab hier einen Schwachkopf. Hallo? Der glaubt, er kann tun, was er will. Aber gut, wenn's sein muss, bläue ich ihm die Verkehrsordnung eben auf die Harte zu ein. Mann, wir kaufen den Wagen noch, okay? Wen haben wir und was für ein Wagen fährt die Zielperson? Ich würde sagen, es ist ein Nissan 180 SX. Das? Okay. Das Lagerhaus, aber es ist leer. Sie haben sauber gemacht. Rivera, du bist tot. Du führst mich in so eine Scheißfalle. Sag ich doch, wir haben das Lagerhaus gesäubert. Ey, was für ein Grund hätte... Die Leak hat ein gutes Gedächtnis. Sie wird das hier niemals vergessen. Tschüss. Oh mein Gott. Ich brauche eine Tankstelle. Oh mein Gott. Hey, bleib auf der Straße, ja? Wir kriegen wohl keine Einladung in die Leak. Ich hab mehr Angst vor dem Gefängnis. Okay. Schick die Teile ab. Einsam höher. Ihr kriegt Verstärkung durch aufgerüstete Einheiten. Oh mein Gott. Tankstelle. Bitte. Hilfe. Gut, dass wir nur Stufe 3 sind, nicht Stufe 5. Hätten die mich von vorne gecrashed, hätte der Arsch gerade gehabt. So. Dankeschön. Kommt doch her, ihr Penner. Auch wieder wahr. Da habe ich irgendwo eine. Er ist Herausforderung. Ah, gut. Können wir draußen weitere Einheiten für die Suche kriegen? Macht euch an die Arbeit und findet diesen verdammten Wagen. Ja. Aber die Garage. So. Dapp, dapp und. Garage aufsuchen. Lukas! Oh shit, nein! Hey, geht's dir gut? Hablame. Haut ab. Wir müssen ihn losschneiden. Was ist passiert? Wer war das? Das bin ich gewesen. Ich weiß nicht, was Sie hier vorhaben, Mann, aber hören Sie auf. Aus dem Weg, Süße. Ich fang gerade erst an. Bitte. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie ihn da raus. Ena Kayate. Ich hab gehört, dein Bruder soll früher ein echter Dolor en el culo gewesen sein. Aber du? Shit. Sie haben nichts getan. Ich bin's gewesen. Oh, ich weiß. Glaub mir, es gibt hier echt jede Menge Schuld zu verteilen. Jede Menge. Wir zwei. Ihr kommt mit mir. Es tut mir so leid, Lucas. Es tut mir leid. Schon okay. Hey, ich sag's nicht nochmal. Nein. Bitte. Wohin bringen Sie sie? Wir fahren nur aufs Revier und unterhalten uns. Du bleibst hier.
kriegen das wieder hin. Yo, sie sind am Revier vorbei. Wo fahren wir hin? Halt's Maul. Ihr. Ihr habt's entdeckt. Wie? Was meinen Sie mit wie? Sie haben uns reingelegt. Jemand hat geredet und ich will wissen, wer. Wir sagen Ihnen gar nichts. Denkst du, das ist ein Spiel? Spuck's aus! Sie wollen wissen, wer Ihre Plaudertasche ist? Wir sagen es Ihnen erst, wenn Sie uns gehen lassen. Oh, ihr werdet reden. Ich bring euch zum Reden. Und weißt du, wer dann dran ist? Dein dämlicher Schwachkopf von Bruder! Mal sehen, wie tough er noch ist, wenn ich seine beschissene Werkstatt in die Luft jage! Geht's euch gut? Lucas, ja, alles okay. Hauen wir ab. Soll ich vielleicht fahren? Genau das dachte ich auch. Kommt, kommt! Sekunde, wartet. Bin gleich wieder da. Was zum Teufel hat sie vor? An alle Einheiten. Officer benötigt Hilfe. Möglicher Unfall, Ecke Pulse und Blade. Ich bin jetzt vor Ort. Shit! Officer am Boden. Anna! Mach schon! Verdächtige versuchen zu flüchten. Aus dem Weg, Süßer. Ich fang gerade erst an. Ja, und jetzt müssen wir damit abhauen. Toll, danke. Können wir hin? Pass auf. Ich wüsste was in North Cloud Bank. Halt uns einfach aus Ärger raus. Der Wagen ist noch fertiger als ich. Eieiei. Allerdings müssen wir nur geradeaus. Hey, ich brauche deine Hilfe. Okay, was ist los? Kannst du mit ein paar Freunden meine Wagen von der Casa Rivera nach North Cloud Bank bringen? Klar. Sagst du mir auch warum? Die Cops suchen nach uns. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Die Schlüssel hängen am Haken. Ich schicke euch die Adresse, sobald ihr die Wagen habt. Ist Lucas bei dir? Ja. Okay, dann kenne ich den Ort. Wo zur Hölle fahren wir hin? Es ist sicher dort. Vertrau mir einfach. Ihr steht jetzt also Polizeieigentum? Torres! Dein Plan hätte uns fast umgebracht! Gebt mir einfach den Laptop und haltet euch raus. Ihr habt keine Ahnung, was da drauf ist. Also jetzt machst du mich neugierig. Gebt mir den Laptop. Wir melden uns. Komm mal, Lukas. Zack, ist der Wagen neu. Ich weiß gar nicht, wozu der manche Sachen will. Der muss einfach nur durch den Garage, durch eine Tankstelle fahren. Ah. Das ist ja krass. Ich bin hier bestimmt schon 1000 Mal vorbeigefahren. Was ist das für ein Ort? Jedes Mal, wenn wir zu Hause Stress hatten, bin ich hergekommen. Dann warst du echt oft hier. Seit Papis Tod nicht mehr. Lucas, was ist passiert? Es gab ein Rennen. Es war nicht nötig, aber ich wollte immer mehr, weißt du? Also, die Cops kamen und dann war's das. Dann durfte ich jemanden anrufen. Papi ging ran. Ich war auf Streit eingestellt und hab mir überlegt, was ich sagen soll.
Aber zum ersten Mal gab es kein Geschrei. Gar nichts, nur Stille. Er legte auf und 3 Stunden später war ich immer noch da. Ich habe gedacht, er will mich da schmoren lassen. Dass er mich leiden lässt. Ich war die ganze Nacht in dieser Scheißzelle und habe ihn innerlich verflucht. Ich habe ihm so viel Scheiße gewünscht, nur weil er mich nicht rausgeholt hat. Am nächsten Morgen kam mein Kopf rein und meinte, dass er tot ist. Direkt nach meinem Anruf hatte er den Infarkt. Ich hätte es dir erzählen sollen. Du bist nie drüber weggekommen? Nein, wie könnte ich? Lucas, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Du kannst nichts dafür. Wenn ich doch nur früher aufgehört hätte, auf ihn gehört hätte. Es ist zu spät. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Also lebe weiter. Da draußen gibt's Leute, die uns zerstören wollen. Sie wollen alles kaputt machen, wofür wir stehen. Alles, was Poppy aufgebaut hat. Ich werde das nicht zulassen. Und du? Wenn wir sie aufhalten wollen, kann ich zumindest den richtigen Wagen dazu beisteuern. Ja. So gefällst du mir. Und der gehört auch zum Plan. Mercer hatte Aufnahmen von uns. Also gibt es auch Videos der Operation. Genug, um ihn zu Fall zu bringen. Und der liegt zu beweisen, dass wir nichts damit zu tun hatten. Ach, shit! Wir brauchen das Passwort, verdammt! Lass uns raten. Hat Mercer eine Katze? Das war nicht dein Ernst, oder? Oh, hast du eine bessere Idee, du Genie? Ich schon. Wartet hier. Wer könnte das wohl sein? Panic Crasher abgeschlossen. Eieiei. Ging ja doch ganz schön lange. Auf Stufe 24 aufgestiegen. Er steckt in Schwierigkeiten? Dex! Danke, dass du den Wagen geholt hast. Das ging echt schnell. Ist das was Ernstes? Hör zu. Ich hol mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. Wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, wirst du bald alles erfahren. Okay, gut.